Willkommen zurück bei 2-2 und begeben uns nun in das Level der Eiswächter. Ich danke euch, dass ihr den Koboldkönig erschlagen habt. Jetzt gebt mir den Trine. Das geht nicht, auch wenn wir wollten. Er ist an uns gebunden. Verstehe. Wo ist deine Schwester? Arme Isabel. Ich fürchte, ihre Magie hat den Wald verflucht. Aber wenn ihr mir das Artefakt gebt, können wir den Zauber am Ende brechen. Nein, wir werden euch begleiten und euch helfen. Ich fürchte, das geht nicht. Ah, jetzt sitzen wir fest. Lächeln, was haben wir denn hier? Die Koboldhasser, eingeschlossen in unserem Verlies. Ihr kommt niemals raus, das nicht, solange ich euch sehe. Dann ich würde am liebsten außer Sicht gehen. Ich würde am liebsten auf dem Ei prügeln. Aber gut. Wir sind in dem Verlies der Kobolde gefangen. Oh, da oben sind Fiolen versteckt. Die holen wir erstmal runter. So. Wo schießt sie hin? Und jetzt geht's los. So. Jetzt können wir raus und uns durch die wieder durch Kobolde klopfen. Das ist nicht so gut. So, das war gut. Kommen wir da drüben auch irgendwie ran? Ja, ich bin fast da hochgekommen. So. Aua. Kiste etwas höher schieben und dann will ich das Ding verarschen, oder? Gehen wir erstmal wieder heilen. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt da drin zu krepieren. Und gleich wieder reinrennen. Okay. So geht das. So, da oben ist nichts mehr, gell? Nein. Dann da drüben das wegbomben. Und hier. Wir müssen hier raus, wo immer wir auch sind. Und wir müssen herausfinden, was mit Rosabel und ihrer Schwester los ist. Diese Isabel lässt die Bäume und Pflanzen zu Hause so wachsen? Warum sollte sie so etwas tun? Vielleicht ist sie eine böse, kichernde Hexe, die verrückt geworden ist. Aber es war doch Rosabel, die sie irgendwo eingesperrt hat. Aber Prinzessinnen sollten nett und hübsch sein. Sie sollten sich nicht gegenseitig an den Haaren ziehen oder Königreiche wegen der Krone zerstören. Na, mal gucken, wie wir das da oben explodiert kriegen. So nicht. Okay. Uah. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das Ding da oben halten sollen. Wir wissen schon, dass ich hier gerade alleine spiele, oder? Nicht im Koop. Ja.
Okay, jetzt glaube ich, habe ich es kapiert. So. Sprungpilze, super. Ah, ich will die Erfahrung hier. Danke. Ich habe einen Fähigkeitspunkt im Augenblick. Wow. Das war knapp. Das sieht nach einem Schneemann. Warum ist hier ein Schneemann? War das jetzt irgend so ein Secret oder was? Und hopp. Dankeschön für die Erfahrung. Wow. Ja. Ihr steht da nur blöd rum. Dachte, ich hätte dich erwischt. Geh. Da. Das Kiste. Aber der nächste, der ist nicht so freundlich. Er bleibt stehen und wartet, dass wir ihn töten. Einfach mal durch die Goblins schlachten. Und wir ein paar Sachen benutzen, die wir aus Wolf Legacy gelernt haben, durch den Boden zu schlagen. Beispielsweise. Nicht schummeln. Hm. Der Ort hier sieht auch nicht gerade besonders toll aus. Na komm. Weg damit. Ich könnte ja schon fast erraten, was ich hier machen muss. Explosionsfass, genau. Das will ich nicht abpacken, das will ich gerne da dran heften. Ich komme an die Erfahrung da noch ran. Garantiert. Genau, ich habe doch gesagt, ich komme da noch ran. Und das ist ein rutschiges Ding. Ja. Nein, das war zu kurz. Und da war meine Kiste weg. Jetzt muss ich das tatsächlich mit Explosionsfässern machen. Oh, also die Erfahrung habe ich schon mal. Ja. Nur nicht mich grillen lassen. So ein neues Fass, neues Glück. Rutschen die hier eigentlich auch runter? Ja, tun sie. Die werden verbrannt. Nein, ich rutsche wieder runter. Mist. Okay, ich muss warten, bis das
Fass da drüben ist. Nein, das war auch nicht ganz richtig. Nein. Will ich noch ein Fass da dran klammern? Ja, ich kann es ja mal versuchen. Aua. Okay, ein Fass weg. Jetzt aber. Runter habe ich gesagt. Neues Fass dran. So. Warten, bis die Flammen wegkommen und wieder weggehen. Nein, das war zu niedrig. Die brauche ich nicht. Das braucht wieder etwas Schwung. Jetzt aber. Ja, ist gut. Bevor der auch wieder stirbt. Lass mal die ganze Truppe wieder beleben. Naja, du hebst. Gut. Jetzt warten wir, bis das Feuer wieder gekommen ist. Und nein, rutschen wieder ab. Du kannst weg. Neues Fass. So, und gib ihm Schwung. Nein. Nein. Muss mehr auf die Seite, so. Und hoch. An dich kommen wir ran, oder? Ja. Den Mechanismus können wir leider nicht einfach ausschalten. Durchspringen ist eine gute Idee. So, und dann dürften wir ich will an die Erfahrungstür oder an die große da oben ran. Dann will ich irgendwas, das wird zerhackt. Nein. Wiederbeleben. Das hier sieht komisch aus. Geben wir mal eine Kiste in die Hand. Auch wenn das komisch klingt. Hat das jetzt irgendwas bewirkt hier drüben? Nein. Ups. Okay. Am letzten Checkpoint fortsetzen, der wäre hier drüben.
Okay. Nein. Passt. Das war auch nicht richtig. Das auch nicht. Nein. Ich glaube, ich lasse die Erfahrung da, wo sie ist. Mach hier erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.